Guten Tag, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer nebeligen Folge Vigor. Ja, wir sind jetzt mal hier auf einer ganz, ganz neuen Karte. Auf der waren wir bis jetzt noch kein einziges Mal. Die hat es mir eben einfach angezeigt, so bei der Kartenauswahl. Und da habe ich gedacht, ja, komm, klickst du drauf. Kennst du nicht? Klickst du drauf, gucken wir uns an. Bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Runde auf der Karte hier wird. Vor allem, wie die auch aussieht, die Karte, was es hier so für Gebäude gibt und so weiter. Das erste Mal jetzt auf jeden Fall hier. Ich hoffe, dass die Runde nicht allzu kurz wird, also nicht, dass wir jetzt gleich ausgeschaltet werden. Denn ich möchte halt wirklich ein bisschen Zeit hier verbringen auf der Karte. Und der Alarm ist gerade etwas störend. Komm schon. Jedenfalls, wir hoffen, dass jetzt nicht nochmal ein Alarm losgeht. Auf jeden Fall kriegen wir gerade gut was zusammen hier an Teilen. An Waffenkomponenten. So viel kann man schon mal so sagen. So. Schönes Zeug haben wir hier bekommen. Und ich frage mich, ob auf der Karte immer Nebel und Regen und Gewitter und so weiter ist. Weil falls ja, muss man mal so sagen, ist die Karte ein bisschen auch anders vom Soundverhalten. Weil natürlich, ja, hörst du dann nicht so gut die Schritte, denke ich mal, wenn du noch die ganze Zeit Gewitter und so weiter hast und auch der Nebel, der schränkt ja auch ein. Andererseits könnte ich mir vorstellen, dass es gerade ein temporär ist, weil hier auf der Karte sieht es alles so schön hell aus. Deswegen hätte ich es auch gerne so schön hell, denn ich mag schöne grüne Landschaften. Ich mag sowas ganz gerne. So. Okay, unsere Position wird vorübergehend angezeigt. Das gefällt mir wieder mal gar nicht. Ich werde doch einfach nur weiterziehen und mein Loot sammeln. Mehr will ich gar nicht. Was haben wir denn hier? Ach, Pflanzen. Ich habe mich gerade gefragt, was soll das denn sein? Für einen lilanen Stab dort. Auf jeden Fall auch schön so die Details, die einem hier so auffallen. So wie du das Wasser hörst, wie das auf das Dach tropft und die Kleidung, die nasse. Und speziell muss ich sagen, die nasse Kleidung. Irgendwie gefällt mir die vom Aussehen her. Aber die Details finde ich gerade ganz schick. Was war das? Ich habe da gerade irgendwas gehört. Ja, verrückt. Ich höre schon irgendwie eine Art Frauenlache oder so. Hätte das Sinn hier ergeben? Nicht so ganz, wie ich finde. Und das ist auf jeden Fall hier ein Militärstützpunkt, was wir hier haben. Ja, und hier ist eine unsichtbare Wand, oder? Ja, hier ist... Ja, hier kann ich nicht so richtig dran laufen. Da ist es irgendwie ein bisschen komisch. Gut, haben wir hier was? Nein. Vor uns wird irgendwo geschossen. Ja, und ich will jetzt gerade eigentlich kein weiteres größeres Risiko hier eingehen mit den Sachen, die wir jetzt dabei haben, weil ich bin gerade eigentlich schon extrem glücklich mit dem Zeug, was wir jetzt hier haben. Abhauen will ich aber eigentlich auch noch nicht. Andererseits, wir könnten es ja einfach so machen, wir hauen jetzt mit dem Zeug, was wir jetzt hier haben, ab. Gehen dann auch einfach nochmal eine Runde ran auf der Karte, weil die Karte, habe ich gesehen, bleibt auf jeden Fall noch eine Weile, bevor die wieder geht. Oh, oh. Nein, 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 nein. Wow.
Ja, ich wollte doch jetzt gerade abhauen. So, jetzt sind wir hier in der zweiten Runde angekommen. Auf jeden Fall ist es jetzt heller, was mir schon mal ganz gut gefällt. Und ich habe jetzt mal hier eine andere Waffe eingepackt. Eine lilane Waffe, eine stärkere Waffe. Das ist eine Art MG hier. Und wir machen jetzt auf jeden Fall doch mal so. Wir looten jetzt hier nochmal ein Büsch und dann wirklich schnell hier weg. Und an sich gefällt mir die Karte richtig gut vom Aussehen her. Ich würde viel, viel mehr Zeit hier gerne verbringen gerade. Aber jetzt kommt noch dazu, wir haben hier eine lila Waffe, die möchte ich eigentlich erst gar nicht verlieren. Okay, unsere Position wird vorübergehend angezeigt und hier sind ordentlich Waffenteile wieder. Okay, dieser Parkplatz ist heilig. Der gibt wirklich ganz gut was ab an Loot. Komm schon. Schnell weitermachen hier. Oh. Ja. Fast haben wir jedes Fahrzeug. Komm schon, jetzt noch hier vorne gucken. Nichts mehr. Gut. Dann lass uns jetzt hier wegrennen ein Stück und vielleicht nochmal ein Haus oder sowas abklappern, falls wir nochmal eins finden. Dort vorne ist eine Antenne, ich glaube, dort ist ehrlich gesagt jemand. Und an sich könnte die Karte auf jeden Fall eine meiner Lieblingskarten werden. Denn mir gefällt die grundsätzlich vom Aufbau her sehr gut und auch von der Atmosphäre her. Also das könnte auf jeden Fall mehr oder weniger meine zweite Lieblingskarte werden, neben dem Zwergwald. So viel kann ich nur dazu sagen. So. Wo haben wir hier dann in der Nähe ein Haus? Legen wir uns mal kurz hier hin. Hier kommt leider erstmal überhaupt kein Haus mehr. Höchstens hier vorne könnten wir was abklappern und hier unten. Da könnten wir auch abhauen. Ja, das ist aber ein bisschen zu weit weg, wie ich finde eigentlich. Da vorne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz knappe Sache hier. Alles einpacken, schnell. Und geht's weg. Einfach nur noch weg von hier. Mehr fällt mir nicht mehr ein. Einfach nur noch weg hier. Wir sind stark verletzt. Komm schon. Lauf. Lauf, 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 lauf. Genau wo wir unsere Waffe leer geschossen haben, haben wir den Gegner auch ausgeschaltet. Und die Waffe hat auf jeden Fall ordentlich Rückstoß. Der verzogen wie sonst was. Ich habe verzogen mit der Waffe. Ah, gut. Wir konnten den Loot in Sicherheit bringen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Einiges haben wir jetzt an Waffenteilen. Ich würde mal sagen, wir schauen jetzt auch mal noch nach, ob wir vielleicht irgendwie eine Waffe bauen können. Das wäre jetzt noch ein kleiner Plan von mir. Aber ja, ich bin auf jeden Fall glücklich, dass wir es jetzt geschafft haben hier. Puh. Zuallererst hier einmal ran. Und nur die eine Waffe, denke ich, ausgerüstet lassen. Obwohl, nein, die lila packen wir weg. Wir lassen nur das blaue Sturmgewehr hier übrig. So, einmal die Munition dafür mitnehmen. Die Waffe nehmen wir dann bei der nächsten Runde, denke ich.
Und jetzt gucken wir mal noch kurz was nach. Zum einen. Moment. Nein. Ja. Bauzeit. Rattenfalle. 10 Minuten. Nein, das nehmen wir nicht. Ich würde sagen, wir nehmen das, was einen Tag dauert. So. Gut. Und dann schauen wir jetzt mal noch kurz woanders hier rein. Kisten. Jawohl, da haben wir eine Rohstoffkiste jetzt. Sehr schön. Nägel, Dünger, Chemikalien. Okay, über die Nägel freue ich mich am meisten. Und mehr Kisten haben wir sonst nicht hier noch. Jetzt gucken wir mal noch hier rein. Ausrüstung, Bauen, Kisten. Battle Pass, Stufe 12 erreicht. Okay, sehr schön. Jawohl, wir haben nochmal eine Kiste. Wir haben nochmal eine Kiste. Gut, eine gewöhnliche ist besser als gar keine. Ja. Komponenten, Chemikalien und Jod. Gut. Waffen. Jetzt gucken wir mal hier wegen einer Waffe herstellen, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir stellen vielleicht eine Schrotflinte irgendwas in die Richtung her. Für die hatten wir doch einen Bauplan, oder? Hier haben wir eine Schrotflinte. Das ist auch noch eine. Die nehmen wir. Stellen wir her. Waffe liegt im Lager. Sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal noch, dass wir kurz hier ein bisschen was einsammeln von unseren Sachen. Die hier draußen so sind. Jawohl. Haben wir hier auch was? Ja, eins. Und wo ist diese eine Rattenfalle, die wir irgendwo haben? Ich glaube im Haus. Mal kurz gucken. Ja, ich glaube oben hatten wir die. Hier oben haben wir die irgendwo. Ja, okay. Ein bisschen Nahrung war das jetzt schon da. Nicht verkehrt. Aber auf jeden Fall brauchen wir noch viele mehr von diesen Rattenfallen. Damit wir dann hier ordentlich was an Nahrung produzieren können. Weil dann würde ich auch gerne mal hier was spenden wollen. Hier. Weil die goldene Kiste hier oben reizt mich schon. Die Spende wird in 3 Tagen eingesammelt. Okay, wird es sich, glaube ich, gar nicht mehr lohnen. Da müssten wir warten, bis das nächste Mal hier das dann ist. Von daher können wir das ja eh dann noch sammeln, den Zeitraum. Ja? Und noch nicht spenden. Wir heben das dann auf für das nächste Mal, wenn das dann noch ist. Weil das wir diesen 3 Tagen, in 3 Tagen würde ich nicht das Höchste schaffen. Das weiß ich auf jeden Fall. Nun gut, dann würde ich sagen, Leute, die Karte hier werden wir auf jeden Fall nochmal besuchen. Nicht mehr in dieser Folge. Diese Folge ist jetzt rum. Ich hoffe aber, dass wir da dann eine bessere Runde dort haben werden, denn ich finde die Karte wirklich cool. Schreibt mir gerne eure Meinung mal zu der Karte in die Kommentare. Wart ihr schon auf der Karte? Wenn ja, wie gefällt euch die Karte? Und ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ist ein etwas kürzeres Video als sonst. Nächste Folge, denke ich, geht wieder etwas länger. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein klein wenig gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.